Und da wären wir auch schon wieder. Ich habe jetzt schon eine ganze Folge aufgenommen, zwischen der letzten und dieser, aber da ist absolut nichts passiert. Ich habe die ganze Folge lang nur rumgerätselt. Also ich erzähle euch mal, was ich gemacht habe. Also die Augen habe ich gar nicht angefasst. Daran könnte es echt liegen, dass die Reihenfolge, wo welche Farbe ist, wichtig ist. Weil momentan schießen ja nur die beiden hinteren Augenpaare, also die grünen. Wir hatten zwar schon mal umgetauscht, aber trotzdem haben irgendwie immer nur die hinteren geschossen. Also wir hatten es einmal umgetauscht. Ich glaube, ich mache das mal kurz. Oh, nicht wegglitschen, bitte. Das finde ich so toll. Also machen wir mal die grünen weg. Und machen da jetzt die blauen und die roten hin. Ja, es macht immer Klick. Das haben wir auch schon festgestellt. Es wäre schön, wenn es nur Klick machen würde, wenn es richtig ist. So, ihr müsst auch noch weg. Das hat nicht Klick gemacht. Also machst du das beim zweiten Klick? Ja, okay. Ich dachte schon, ich hätte was Neues rausgefunden. Das wäre zu viel verlangt. So. Also ja, bevor ich jetzt die Uhr nochmal rüberlaufen lasse, in der Hoffnung, dass jetzt vielleicht drei oder vier Lichtblitze da rauskommen, gucken wir mal. Achso, genau. Ich habe hier neu geladen. Durch irgendwas, nicht in der Folge, die ihr nicht gesehen habt, sondern durch irgendwas in der Folge, die ihr gesehen habt, ist das hier aufgegangen. Zack, zack, zack. Lurkhandschuhe. Ich habe keine Ahnung durch was, aber... Ja, wir hatten ja doch schon recht viel ausprobiert. Aber jetzt zu der Folge, die ihr nicht gesehen habt. Was ich ausprobiert habe, war folgendes. Wir hatten ja schon mal zwei Oger hier auf den Druckplatten gehabt. Weil ich dachte, hier die beiden Druckplatten, die wären wichtig, weil man sie halt wirklich sieht. Die sind hier hervorgehoben, im Gegensatz zu denen, wo man nichts sieht. Glatte Fläche, komische Dinger drin. Linien von so Zeug. Da hatten wir sie drauf. Aber wir hatten keine Zeit zu gucken, ob die Tür dann aufgeht. Das habe ich erledigen können. Also ich habe sie nochmal genauso hingelotst, dass einer da drauf steht, einer da drauf. Dann kam dieses tiefere Klickgeräusch und danach das Tack, Tack, Tack. Und innerhalb dieses Tack, Tack, Tacks bin ich hier hingelaufen und geguckt, ob die Tür aufgegangen ist. Ist sie nicht. Also das können wir schon mal ausschließen. Das Runterlotsen in den Bereich hier geht gar nicht. Weil sobald man hier rauftritt, geht hinter einem die Tür zu. Das heißt, man kann da nicht irgendwie... Obwohl... Warte mal. Die ist normal offen. Nee, ist sie nicht. Okay, das heißt, man müsste... Das heißt, ein Oger müsste jetzt gerade auf uns zustürmen. Wir kriegen hier keinen Oger durch. Zumal der Oger selber, wenn hier drauf steht, das Ding auch nicht aufmacht. Also nö, wir können keinen Oger hier in den hinteren Bereich reinlotsen. Das ist nicht so schön. Und hier können wir auch keinen reinlotsen. Also sobald wir die Druckplatte hier verlassen, geht das Ding wieder zu. Also kann keiner hier durch. Weil so stehen wir im Weg. So steht die Tür im Weg. Das ist nicht schön. Also ja, die Idee mit zwei Uger hier hinten hinbringen und einsperren kann also auch nicht das Rätsels Lösung sein. Das heißt, ich baue jetzt darauf, dass die Augen wirklich der Knackpunkt sind. Auch wenn das garstig wäre, denn wir haben ja nicht wirklich einen Hinweis, wie wir die Farben anordnen sollen. Oder haben wir doch? Ist hier irgendwo irgendwas farblich markiert? Sehen alle gleich aus. Das Einzige, was ich noch gefunden hatte, war das Ding hier. Das hat gar keinen Schießer hier vorne. Habe ich auch schon mit dem Feuerball gegen geschossen, mit einem Blitzstrahl, aber alles nichts gebracht. Das könnte was mit der Tür zu tun haben. Also, dass das Secret hier aufgegangen ist, als wir damit irgendwas gemacht hatten in der Folge, die ihr gesehen habt. Aber ich wüsste nicht, was. Hatten wir da schon mal gegen geschossen? Ne, ich glaube nicht. Na gut, ich will jetzt gucken, was die Augen machen. Also werde ich jetzt von da angestürmt und von da. Au. So, und ich habe nicht darauf achten können, wer jetzt was gefeuert hat. Waren wieder nur zwei. Da war gerade das Klack und das Tick-Tick-Geräusch wieder. Au, au, au.
drin. Komm her. Und der nächste. Oh. Erstmal weg hier. Licht. Dann komm mal her, lieber Ogre. Ich würde dich gerne einsperren, denn ich habe eine Idee. Bisher jedes Mal, wo diese... Du bist eingesperrt, sehr schön. Bisher jedes Mal, wo wir sie freigelassen haben und wo sie dann die Leuchtkugeln da ausgelöst haben, war irgendeiner im Weg. Also entweder war ein anderer Ogre im Weg von der Flugbahn von den Leuchtkugeln oder wir. Vielleicht müssen wir es also diesmal so hinbekommen, wie eben, dass sie halt beide hier so in dem Bereich sich aufhalten, dann einen hier rüberlaufen lassen, und zwar nur einen, während kein anderer im Weg steht, dann fliegen zwei Kugeln da rein. Und werden auch wirklich aufgenommen von den Dingern. Dann wird der erste Ogre eingesperrt, wir locken den zweiten rüber, es darf wieder niemand im Weg sein, weder wir noch der Ogre, und dann kommen die Kugeln wieder da rein. Und wenn zweimal zwei darauf kommen, also zwei Paare, dann geht's auf. Das wäre eine sehr schöne Lösung. Gucken wir mal, ob sie funktioniert. Erstmal kurz Essen checken. Wir haben ja doch ein bisschen geschlafen. Ja, du isst mal. Also, wie kriegen wir es am besten hin? Ja, wir stellen uns einfach... Also, drücken den Knopf, stellen uns hier hin. Der läuft dadurch, der läuft dadurch. Dann laufen wir ganz schnell hier hinten hin. Dann müsste der sich ja inzwischen umgedreht haben und uns anstürmen. Dann wird er gefangen genommen. Wir gehen nur einen Schritt vor oder so und warten, bis der rauskommt und uns sieht und uns ebenfalls anstürmt. Und dann machen wir nur einen Schritt nach rechts. Okay, Theorie und Praxis. So viel schon mal dazu. So. Komm schon. Ist ein vollkommen falschen Weg. Wow, und du solltest nicht da sein. Okay, komm zurück, komm zurück. Irgendeiner stürmt mich mal an. Das ist kein Sturm, das ist... So, jetzt komm hierher. Bleib hier hinten stehen. Und du... Oh. Okay, zwei sind durch. Musst du hier hinten wieder hin? Komm her. Jetzt geh da hin. Und jetzt stürmen wir uns an. Das war das, was ich so geplant hatte. Mehr habe ich nicht in der Tasche. Wird einmal von rechts nach links, einmal von links nach rechts. Okay, du löst das aus. Das haben wir schon mal gesehen. Das ist gut. Hier unten waren auch noch Druckplatten, oder? Ja, hier sind auch noch zwei. Die lösen dann wohl die anderen aus. Ting, ting. Ting, ting. Oh, das könnte eine ganz einfache Lösung haben. Okay, komm mal zurück. Du bist jetzt eingesperrt. Genau. Bisher habe ich es nie sauber hinbekommen, dass wirklich der eine ganz bis da durchlaufen kann und der andere ganz bis da. Ich stand meistens im Weg oder habe irgendwas blockiert oder sonst was. Das heißt, wir müssen es hinbekommen, dass sie uns anstürmen. Wir dürfen dann, müssten dann da stehen. Und dann werden hoffentlich die beiden hier ausgelöst. Dadurch schießen die hinteren. Und dann werden die beiden da hinten ausgelöst und die beiden vorderen schießen. Okay, nächste Theorie, nächster Praxistest. Beide müssten uns anstürmen. Das war nicht gut. Der ist irgendwie stehen geblieben. Oh, 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 oh. Komm, komm her, stürm mich an. Du stürm mich nicht an, sondern komm hierher. Weiter her, weiter her. Und jetzt stürm mich an. So, jetzt sind beide wieder eingesperrt. Das sah fast so aus, als wenn einer gegen den anderen gegengedonnert wäre. Das heißt, wir müssen das ganz leicht zeitversetzt machen. Also wir drücken. Wir warten.
stehe jetzt im Weg. Au, 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 au. So, du bist eingesperrt. Aber ja, so scheint es wirklich zu gehen. Also die beiden Platten da lösen definitiv die vorderen hier aus. So, komm her, komm her, komm her. Ich darf echt nur nicht im Weg stehen. Was ein Problem ist. Also wir drücken dich, dann kommst du angelaufen und du löst die beiden Grünen aus. Das heißt, ich... Wie mache ich das am besten? Achso, ich weiche nach da aus. Köder dadurch den da. Das könnte klappen. Also, nächster Test. Ich drücke drauf, er greift uns an. Der wird auch freigelassen, aber aggroht uns noch nicht. Sobald er uns anstürmt, gehen wir hier um die Ecke. Dann sieht er hinter uns. Und dann klappt das schon irgendwie. So, stürmen uns an. Stürmen uns an. Tada! Sehr schön, und da leuchtet was. So, du wirst eingefangen. Oh, ein sehr schönes Rätsel. Also ich habe jetzt die Hälfte der Folge, die ihr gesehen habt, die ganze Folge, die ihr nicht gesehen habt, und jetzt hier auch fast die ganze Folge dran geknabbert. Aber es ist schick. Sehr schick. Hat sich viel Mühe gegeben dabei. Vor allem, ich kann das hier ja ein paar Minuten lösen, aber das zu, den Gedanken daran zu haben und das dann richtig zu programmieren, das ist schon, ja, gut ab. Aber ja, jetzt wollen wir weiter gucken. Da ist schon mal ein Knopf. Oh, hä? Wie jetzt? Das Ganze nur, damit ich hier einen Knopf drücken kann? Irgendwo ist Stein nach Stein aufgegangen. Ah, was zu essen. Danke. Und Level up. So, was kriegst du denn Schönes? Mehr Schwertskill. Sind wir hier oben durch? Eisenschlüssel. Haben wir noch einen Eisenschlüssel? Ja, mein Goldschlüssel. Wir haben Hunger und du bist nicht vergiftet. Wir haben keinen Eisenschlüssel. Gut, dann können wir auch runter, nachdem wir geschlafen haben. Sicher ist sicher. Aber er regeneriert ja ganz schön flotte Lebenspunkte. Hat ja auch nicht viele. So. Blitz. Feuerball und gucken wir mal, was da unten ist. Langsam müssen wir heute in das Gebiet kommen, wo wir runtergefallen sind. Von ganz oben. Da ist schon mal ein Empfänger. Da ist ein Schießer. Und ein runder Schlüssel. Altar. Na gut. Also da ist ein Schießer ohne Empfänger. Jedenfalls ohne Empfänger, den wir sehen könnten. Und hier ist ein Empfänger ohne Schießer. Mehr Essen ist schon mal gut. Du solltest mal ein Schild in die Hand nehmen, hm? Oh, nee, nicht. Pause drücken. Das wegmachen. Das heißt, es geht nur hier weiter. Na gut, dann gehen wir doch mal da weiter. Oh, hallo. Hihi, sehr schön. Drücken wir erstmal den Knopf und gucken, was passiert. Tür geht auf. Was macht denn der Schlüssel? Geil. Ich hätte nicht fragen sollen, ne? Getroffen? Nö. Aber das ist noch so eine Fliegespinne. Eine Schnecke und ein Pilz. Die sind nicht so wirklich wild.
Da kannst du ruhig stehen bleiben. Ding. So. Gut. Und noch ein stinkender Pilz. Nicht so ein Rotkäppchen. Nö, da verschwende ich auch kein. Wow, das sah beeindruckend aus. Flurry of Slashes und Blitzschlag. So, und hier ist jetzt auch der Schießer. Und ein Kraut. Das heißt, wir müssten die Wand hier noch wegbekommen. Und dann den da irgendwie auslösen. Wie auch immer. Dann wird der hier akzeptiert. Und dann schießt der wahrscheinlich. Und wir müssen ihn hier durchbekommen. Da drin lag der Schlüssel. Okay. Dino-Steak ist auch nicht zu verachten. Das heißt, hier geht's lang. Oh, und Schneckenfleisch kommt auch mit. Wir wollen ja nicht wieder Essensprobleme bekommen und eine halbe Ewigkeit damit verbringen, nach oben zu laufen. Jawohl. Du bist da eingesperrt. Sehr schön. Damit kriegen wir dich wohl raus, ha? Gucken wir mal. Yeah. Ah, das ist der Schießer für das Ding, okay. Auslöser. Photonenkanone. Sehr. Und jetzt sollten wir erstmal abspeichern, bevor wir hier irgendwelchen Unsinn anstellen. Also, bis gleich.